Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir sind hier immer noch in Midbury. Hier die eine Quest, diese hier haben wir immer noch mit Gwynane Greenford. Und die ist eigentlich an sich immer noch nicht da, gehe ich mal von aus, obwohl 12 da schon ist. Bin ich mir jetzt nicht sicher, können wir noch mal reinschauen. So. Die ist es ja nicht. Aber wir müssen ja... Ich weiß nicht, wir müssen die eigentlich hier finden. Die müsste hier irgendwo sein. Und es ist immer noch die Frage, ist die hier irgendwo und ich weiß nur nicht, wie ich mit der anquatschen soll? Oder... Ja, eigentlich von denen, die... Keine heißt so, wenn man ehrlich ist. Also gehe ich mal von aus, dass die eigentlich in 38 Tagen da sein soll. Nur wir finden die nicht. Und jetzt haben wir hier einmal alles nochmal abgesucht. Die ist ja keine von denen, die hier sind. Und haben wir eigentlich noch was auf Tasche vom letzten Mal? Oder im Wagen? Nee. Wir könnten eigentlich nochmal irgendwo hingehen. Irgendwas machen. Wir wissen ja auch schon, wie wir das mit der Kohle machen. So, dass wir daraus irgendwie diese Steine bekommen. Und ja, also diese Letter of Credits. Das Bankwesen habe ich echt viel zu lange nicht gerafft. Wir sind schon bei... Das hier ist jetzt die 70. Folge, meine ich, glaube ich, die ich jetzt hier aufnehme. Aber wir können mal schauen, ob wir nicht dann vielleicht für ein paar Tage irgendwie eine andere Quest hier machen. Hier, wie wär's mit hier? Baluchistan. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Lass mal da hinreisen. Hier waren wir noch nicht. Ah, da. Habe ich nicht gesehen. Und dann machen wir hier drinnen auch nochmal ein Safe Game. So, nachdem wir hier die gelootet haben, natürlich. So. Viel Geld schon wieder. Können wir das auch direkt erstmal hier einlagern. Genauso wie unser Geld. So, 2470. So, dann haben wir das schon mal eingelagert. Und hier dann nochmal. Ja, genau, drinnen machen wir ein Safe. Das ist dasselbe wie. Selbe Dungeon wie der vorige, oder nicht? Von gestern hier, das Ding. Ja, es ist dasselbe Dungeon. Nur, dass wir hier noch nicht waren, in dem hier. Und hier ein Gargoyle ist. Ja, da unten gehen wir noch hin. Kein Problem. Wir müssen halt nur die Zeit ein bisschen überbrücken. Hier ist niemand. Und hier ist auch niemand. Oh. Eine wunderschöne Nymphe. Schön von hinten kalt gemacht. Okay, da hinten sind irgendwo welche. Und wir kommen da nur nicht ran und die bekämpfen sich jetzt gegenseitig. Das sind meine Erfahrungspunkte, die dich hier kaputt machen. So, habe ich... Hier an sich habe ich jetzt kein... Doch, wir waren hier schon mal. Und die haben hier mir eine Nymphe kaputt gemacht. Oder in diese Art von Dungeon waren. Also diese Art von Dungeon definitiv. Aber den hier, waren wir wirklich hier drinne? So. Komm. Hier war, also
Hier waren wir safe nicht. So. Also den Dungeon mit diesem Namen meine ich jetzt. Und selbst wenn doch, ist das auch nicht so schlimm, weil wir müssen ja eh... Wir wollen ja eh noch ein bisschen Geld verdienen. Wir wollen eh noch ein bisschen Zeit schinden. Und auch eh noch mal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Also können wir das auch genau so machen. Haben wir halt nur 2 Tage hintereinander dasselbe Dungeon. Vom Aufbau her zumindest. Die hat einen magischen Longshirt und den hat die nicht angezogen. Die läuft lieber nackt rum. Okay. Also, ich will nicht, ich judge nicht hier. Also, wenn die sich nackt wohler fühlen, dann lasse ich die ruhig. Da habe ich kein Problem mit. Aber trotzdem, dann, an sich, wäre mir schon Kleidung lieber. Ah ja, da waren wir schon. Fehlt nur noch der Bereich hier, glaube ich, oder? Ne, hier waren wir auch. So, dann da unten, ne? So, wer kommt denn jetzt? Gold, die nehmen wir mit. Da hinten müsste auch wieder einer sein. So. Ah, den können wir nicht mehr mitnehmen. Dann, okay, einmal wieder zurück. Einmal alles abladen. So, wahrscheinlich hier war das, oder? Nein. War es hier? Ja. Da. So. Und abladen. Wird auf jeden Fall wieder ordentlich Geld geben. So. Und Gold haben wir 1, 2, 5, 4. So. Ja, und dann können wir nochmal das hier machen. Und... Nee, darunter war... Genau, hier runter war das. Was mir fehlt. So, dann haben wir den jetzt. Und wieder schön nach da oben. Nein, aua. Ach so, ist runtergefallen. Aber der kommt langsam hoch. Komm hoch, komm. Brauche ich nicht nochmal runter. So, nice. So, nehmen wir mit. Da hinten, okay. Hier gibt es auch sonst nichts. So, der hat auch nichts. Komm. Hier will ich rein. Yo, Alter, wie lange dauert das denn hier?
Komm, hilf mit. Du musst auch gegenboxen, ja? Ein bisschen schneller. Komm, gemeinsam schaffen wir das, ja? Okay, dann mach alleine. Siehst du? Der ist noch nicht raus. Komm. Hilf mir. Das schaffst du wohl. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam schaffen wir das. Als Team schaffen wir das, wirklich. Ich glaube an dich. Siehst du, wir haben das geschafft. Ich bin stolz auf dich. Der arme Dude. So, der gibt sich Mühe, mit mir zusammen das aufzubrechen und dann erschlage ich ihn. Aber wir haben es gemeinsam geschafft, als Team. So, dann können wir hier wieder hoch. Also runter und dann hoch. So, von hier kamen wir. Was fehlt denn noch? Irgendwo genau hier. Komplett nach oben. So. Und dann gehen wir hier mal rein. Ach so, der Dude. Okay, wo ist die Nymphe? Ich höre sie definitiv. Dahinter glaube ich nicht. Alle Türen hier sind verschlossen. So, dann gehen wir hier mal runter. Aua. Du bist keine Nymphe. Wie ist der denn gestorben? So, nice. Und wir sind wieder voll. Das heißt, wir dürfen noch einmal wieder zurück. Aber egal, wir kriegen dafür volle Taschen. Na, Harpy ist gestorben. Die nehmen mir die ganzen Erfahrungspunkte weg. Hier ist irgendwo die Nymphe. Nee, hier. Nee, da. Naja, komm. So, und... Ja, ich renne zu viel. Und alles wieder hier. Raus aus den Taschen. So. Warte mal. Wir haben hier ja den Ring. Muss ich den equippen? Vielleicht? Und... Congratulations! Ah, you are now a master of Longblade, one of the finest practitioners of Longblade in Tamriel. Was? Longblade 100%. Oh, nice. Dann hier habe ich das jetzt noch nicht. Running 110%. Okay, da bin ich auch ein Master. Climbing noch nicht. Dodging, Swimming, Medical. Hier. Stealth bin ich auch Meister drin. 113%. Nice. Aber okay, das war jetzt... Das hatte jetzt nichts mit dem Ring zu tun. Als Anmerkung. Das war jetzt nur... wir haben Longblade, also Langling, auf 100% gebracht. Autsch, Climbing Mode hat nicht funktioniert. So, den hatten wir ja. So, ist er denn hier? Oh, hi. Ja. Orcish Saber, nice. Wird auch wieder ordentlich Geld geben. Und hier noch eine Harpie. Die Harpie hat er jetzt wahrscheinlich getötet, ne?
kommst du denn her? So, was haben wir hier? Eine Map. I finally drawn Vellum reveals the secret location of Hartham Holds, which you record. Wieder einen neuen Dungeon hier, Hartham Hold oder so ähnlich. So, egal, wir müssen jetzt hier nochmal hoch. Und dann können wir hier entlang. Dann ist hier wahrscheinlich irgendwo die Nymphe. Du bist keine Nymphe. Ich finde es schade, dass hier keine Nymphen gerade sind. Über mir wahrscheinlich. So, dann nochmal hier rein. Da entlang. So, und einmal alles hier removen. Und Gold 4059. So. Wieder ordentlich Geld verdient auf jeden Fall. Jetzt dürfen wir nochmal ganz nach oben. Und dann will ich das jetzt nochmal mit einem Ring ausprobieren im Palast. Dass wir die vielleicht dann doch sehen. Vielleicht müssten wir das wirklich nur anziehen. Du bist keine Nymphe. So, dann gehen wir hier erstmal rein. Du bist auch keine Nymphe. Du hast die Nymphe hier getötet. Meine wunderschönen Nymphen. Hier hinter ist jemand, oder? Nee. Über mir. Über mir hauen die sich hier rüber ein. Ja, ich muss die Nymphe retten, damit ich sie selber erschlagen kann. Oh. Okay, die kam jetzt überraschend. Oder komm, wir gehen erstmal hier rein. Come on. Geh auf. So. Okay, ich wollte jetzt sehen, was trinken, aber. Yo. Ich finde es interessant, dass hier die Vampire eigentlich nur weibliche Vampire sind. Wir haben jetzt noch keinen männlichen Vampir gesehen gehabt. Jo! Der hat aber viel Leben abgezogen. Hier ist nichts, also durch die Tür. Hier geht's nicht auf. Okay, schnell meine Nymphe retten. Die hier irgendwo sein soll. Ah! Du bist nicht die Nymphe. Nein. Wo ist meine Nymphe? Alter, die sind aber heftig unterwegs. Ich kann nur drei mitnehmen. Ich kann hier auch nichts mitnehmen erstmal. Aber wir gehen gleich hier nochmal hoch. Dann machen wir halt die Leute nur kaputt. Wo waren das? Hier. Oben sind auch noch welche. Da müssen wir gleich nochmal nach ganz oben. Nee, falsche Tür. Ich höre die Nymphen doch. So, und hier alles nochmal removen. So, hier haben wir nichts, hier aber.
Und Gold haben wir 2500, exakt. Und dann noch einmal das. Dann machen wir jetzt auch noch mal ein Safe Game. Und gehen jetzt noch mal nach ganz oben. Okay, komplett nach oben noch nicht. Da muss noch die eine Etage noch fertig gemacht werden. Ich glaube, das war noch nicht hier, sondern hier. Genau. Was? So, dann den Mage hier auch noch entleeren. Und das hier entleeren. Hier war nichts. Okay, jetzt schnell nach oben zur Nymphe. Nee, hier sind wir falsch. Wo sollen die denn sein? Wo höre ich die denn? Irgendwo höre ich die ja. Hier höre ich sie doch wahrscheinlich. Jo. Aber wo habe ich die jetzt vergessen? Wahrscheinlich auch. Nee, da waren wir auch schon. Irgendwo müssten die ja noch sein. Die Frage ist nur, wo? Naja, egal, dann. Wenn wir nicht dahin können, dann können wir auch gehen. Da mache ich mir jetzt auch nicht die Mühe, das alles abzusuchen. Nee, das ist falsch. Nee, doch, das war richtig. Bei der Harpie. Wo sind die denn zu hören? Irgendwo hört man die doch, hä? Da unten habe ich eine Tür übersehen. Wie konnte das denn sein, dass ich da unten die eine Tür übersehen habe? Eine Geheimtür. Die mir nie aufgefallen ist. Da. Oh, hallo. Ja, dich machen wir auch mal leer. So, dann ist wahrscheinlich da ganz oben irgendwo, wo wir ja vorhin waren, das hier aufgegangen wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Dann machen wir noch einmal die Taschen leer. Und gehen da nochmal hin. Und ich gehe mal wirklich von aus, dass das jetzt offen ist. So, Gold. 2021. Müssen wir jetzt wieder beim Alter. Warte mal, wir können doch so wahrscheinlich nach oben kurz glitschen und gucken, was fehlt uns. Nee, können wir nicht. Aber wir wissen jetzt, was uns fehlt.
Hier, das war es nicht. Aber irgendwo auf dieser Etage wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Dann gehen wir mal dahin. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir hier jetzt richtig sind. Warte mal. Nee, noch eins höher. Wir müssen noch mal eins nach oben. Und dann hier rein. Und dann müsste es da jetzt offen sein. Ist das der richtige? Nee, das war die andere Seite. Nee, dann muss hier irgendwo noch eine Geheimtür sein. Da ist eine Geheimtür. So. Ja, das reicht so. Die Geheimtür. So. Die haben wir jetzt markiert. Dann schauen wir mal, wo sie ist. Da unten. Okay, so, jetzt bin ich wieder mit der Maus drinne. Ich glaube, um dahin zu kommen, würde es reichen, wenn wir da runterfallen, runterspringen. So, und jetzt noch mal gucken. Genau, nach da vorne. Nee, andere Richtung. Hä? Ach nee, falscher... Falscher Bereich. Um dahin zu kommen. Ah, okay, ich muss schon durch diese... Alles klar. Also den ganzen Weg zurück. Und dann hier durch. Nach oben. So, dann... Genau, da vorne ist dann die Geheimtür. Da haben wir sie. Da bist du ja, meine Hübsche. Jetzt haben wir sie alle. Und dann haben wir hier noch einen... Noch einen geheimen Weg. Ach, hier... ja. Ach, und von hier wären wir auch dahin gekommen. Okay, egal. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Dann haben wir jetzt alles. Jede Nymphe erledigt. Hier sind wir schon richtig. Und dann können wir wieder nach Midburn. So, nee, wir müssen dafür auf den hier drücken. Ja. Und mit Barry. So. Mit Barry erreicht. Und wir haben ja jetzt den Ring auf. Das heißt, wir können einmal nach dem Nordwesten gehen. Und nochmal im Palast gucken. Ob da irgendwas schon so weit ist. Vielleicht müssen wir wirklich nur den Ring anziehen. Ich hoffe wirklich, dass es nur der Ring war, der jetzt gefehlt hatte. Damit wir da vorankommen, weiterkommen.
Aber auch echt, dass ich nicht auf die Idee kam, den Ring vielleicht mal auch anzuziehen, damit es funktioniert. Da können wir jetzt mal testen. So, da wären wir. Nee, die sind nicht. Wir haben den Ring ja noch an, oder? Wir haben ihn noch an. Hier ist er auch nicht. Er ist es auch nicht. Warte, welchen haben wir? Den 19. Ansonsten müssen wir in spätestens 10 Ingame-Tagen nochmal hier hinkommen. Nein, sie sind auch nicht. Da passiert zumindest nichts. Nee, sie ist nicht da. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich mit dem Ring zusammenhängt. Ja, aber dann würde ich sagen, in der nächsten Folge verkaufen wir mal die Items. Und dann suchen wir mal den Ort auf, den wir jetzt neu bekommen haben. Welcher das auch immer war. Den suchen wir jetzt. Nee, wir suchen. Komm, wie egal, wir suchen den in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!